Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Happy Wheels. Wie versprochen sind wir im Wer wird Millionär Level bei der 16.000 Euro Frage. Von der Levelbau ist es die maximale Bauhöhe entspricht genau der Anzahl von. Und wir wissen es ja inzwischen, dass es B war. Als Plank aus einem Stack Stämmen erhält. Bin ich mal gespannt, ob wir es fertig schaffen. Was kann neben Ghast, Magma Slime und Zombie Pikmin noch natürlich im Nether spawnen? Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich würde jetzt auf einen Huhn tippen, weil es gibt ja Hühnerreiter-Zombies. Ich nehme aber trotzdem lieber mal einen Joker. Und zwar nehme ich den hier. Ja. Dann wird das wohl richtig sein. Hühnerreiter-Zombies, klar. Yes, perfekt. Ich hoffe mal, der Sound ist jetzt nicht zu laut, weil in der letzten Folge wurde mir gesagt, ja, mach Sound leiser. Und ich habe ihn jetzt sehr leise gedreht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn überhaupt noch hört, aber ich hoffe mal, das passt einigermaßen. 64.000 Euro. Wozu kann ein Spieler nicht gelangen, wenn er ein minimales Skyblock bestehend aus einem Erdblock und einer Eiche in einer sonst leeren Welt spielt? Zu einem ausgefahrenen Kolben? Ja, da braucht man Redstone. Ja. Komplett verzauberten Diamanten. Hä? Ein minimales Skyblock? Hä? Minimales Skyblock ist doch einfach nur eine Erd. Da ist. Meinst du mit Truhen? Ich habe keine Ahnung, was ein Skyblock mit Truhen alles enthält. Ich habe keine Ahnung davon. Tut mir leid. Woher soll ich das wissen? Ach, keine Ahnung, ich nehme das hier. Man kann keinen Cobblestone bekommen. Was? Ist der dumm? Natürlich kann man Cobblestone bekommen. Einen Cobblestone-Generator? Hä? Gut, die Joker können ja auch falsch liegen. Ich will jetzt hier ungern rausfliegen. Der Joker funktioniert nicht. Hallo, 50-50. Hallo. Mann, okay. Ich kann es nicht wissen, funktioniert der letzte Joker jetzt noch oder nicht? Pisten ist falsch. Mit dem Argument. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. In einer sonst leeren Welt. Das heißt, man kann nichts davon bekommen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich rate jetzt einfach irgendwas. Bett, weil es keine Mobs gibt vielleicht. Verzauberte Dia-Rüstung. Wasser. Ich gehe einfach mal ins Wasser. Ich habe keine Ahnung. Falsch. Cobblestone kann man nicht erhalten. Hä? Warte mal kurz. Wie soll denn Wasser in den Kessel kommen, wenn es kein Wasser gibt? Werden Kessel gefüllt, wenn es regnet? Das mit der verzauberten Rüstung ist auch Quatsch, weil Skelette und Zombies, soweit ich weiß, keine Diamantrüstungen anhaben können. Jedenfalls nicht natürlich. Fan von Spiel. Ich bin gerade ein bisschen skeptisch, ich glaube das nicht. Moment, Wolle für das Bett, das stimmt auf jeden Fall. Da hätte ich drauf kommen können. Also, ich bin da ein bisschen skeptisch bei der Frage. Ah, wir sehen uns nach einem Cut da hinten wieder. So, hier sind wir wieder. Jetzt weiß ich es zum Glück, auch wenn ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob das auch so stimmt. Aber wir gehen jetzt weiter zur 125.000 Euro Frage. Wechselt man in einer Welt in den Game Mode 2, wird man von da an nicht mehr craften können, keinen Hunger mehr verlieren, keine Blöcke mehr setzen und abbauen können oder keine Monster mehr schlagen können. Keine Blöcke setzen und abbauen, das ist mir jetzt aber zu einfach irgendwie. Game Mode 2 ist Adventure Mode, da kann man nichts mehr setzen und abbauen. Warum ist das jetzt die 125.000 Euro Frage gewesen? Die davor war übel schwierig und die war jetzt so das Einfachste, was ich mir
auch als 16.000 € Frage vorstellen könnte. Okay, wovon gibt es am meisten? Verschiedene Glasfärbungen, Arten von Verzauberungen, verschiedene Stufen sind zählen nicht, okay. Unterschiedliche Gemälde oder Erfolge. 500.000, wir haben noch zwei Fragen. Ich würde auf die Erfolge tippen, weil es gibt echt, echt richtig viele Erfolge. Glasfärbungen kann ich ausschließen, da gibt es auf jeden Fall mehr Erfolge. Unterschiedliche Gemälde. Gemälde weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt 26 unterschiedliche Gemälde oder waren es 16? Ich weiß nicht. Arten von Verzauberungen. Ich nehme mal für 50-50 Joker. Gut, okay, dann wäre das klar. Sind das auf jeden Fall die Erfolge? Habe ich richtig getippt? 34 Erfolge ist. Ja, ich wusste es sogar mit den Gemälden, weil es eine Frage beim Wolkenquiz auf Mario Party. Und 25 Verzauberungen gibt's, okay. Was kann man nicht mit einer Angel aus dem Wasser fischen? Knochen, Stock, Spinnenauge oder verrottetes Fleisch? Das ist jetzt natürlich eine richtig schwierige Frage zum Ende. Knochen. Verrottetes Fleisch, glaube ich schon. Stock. Kann ich mir auch gut vorstellen. Spinnenauge, Knochen. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal irgendwelche Joker. Welchen nehme ich denn hier am liebsten? Den einen aus dem Publikum, der ist. Spinnenauge. Geht auch noch ein anderer. Knochen hat er schon mal geangelt. Okay, perfekt. Dann wird es wohl das Spinnenauge sein. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja! Richtig! Wir haben die Millionen gewonnen. Nicht? Doch, 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 haben wir gewonnen. Aber wie gesagt, richtig, richtig geiles Level. Und da in der letzten Folge beim Level Pixel World von Kanato auch ein Bug aufgetreten ist und wir den Victory viel früher bekommen haben, als wenn eigentlich hätten und das Level noch nicht fertig war, sehen wir uns auch hier bei einem Cut wieder, wo ich war. So, hier sollte es ungefähr sein, wo ich beim letzten Mal gestorben bin. Hier war der See. Also ich habe schon beide Arme verloren inzwischen. Und hier hatte ich den Victory gekriegt. Grundlos. Keine Ahnung, was da passiert ist. Okay, jetzt kommt der Boss Nine Cat. Okay, es kommen Sonnenbrillen. Wir dürfen nicht in die Sonnenbrillen. Sieht soweit noch machbar aus. Okay. Erste Stage geschafft. Was kommt jetzt? Von unten vielleicht? Oder was erwartet mich? Okay, von der Seite. Wir müssen irgendwie drüber. Links, rechts. Gut, war machbar. Auf jeden Fall. Und was kommt jetzt? Joints. Nein! Okay. Schaffe ich. Ja. Ich glaube, ich habe den Nine Cat Boss besiegt. Was jetzt? War's das? Oder wird mich noch eine böse Überraschung ereilen? Glumanda. Thanks for playing. Raid 5 vor Part 2. Good job. Danke. War auch, wie gesagt, ein geiles Level. Ich habe ja letzte Folge beide schon gewotet gehabt. Weiter geht es mit der kleinen Höhle von Paltolla. Hey Baumi, ich habe hier mein allererstes Happy Wheels Level. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Happy Wheels aus, habe dir aber mal eine kleine Höhle gezaubert. Yes, Scroll, du bist der Beste. Dankeschön. Also für ein erstes Level, wenn du dich überhaupt nicht auskennst, dann ist es schon mal ziemlich gut. Sogar mit der Klick-Trigger-Funktion gearbeitet. Du kannst manche Sachen anklicken und der Button da sah schon. Ich kann die alle wegklicken, das ist cool. Das ist ein cooles Rätsel. Hättest du es mir nicht gesagt, dann hätte ich. Na gut, dann wäre es vielleicht zu schwierig gewesen. Ich frage mich jetzt nur noch, wie ich hier rauskomme. Okay, hat gepasst. Ich habe jetzt leider nicht die YouTube-Werbung sehen können. Es war ein bisschen arg kurz, aber ansonsten war es halt sehr, sehr nice. Also, ich fand die Idee sehr cool. Hat mir gut gefallen. Jump von XXDDXX. Hallo Baum, das ist ein Re-Upload von meinem Level Jump, weil ich vergessen habe, den Charakter zu save. Und weil ich Level Stop gemacht habe. Aber das ist so nicht. Oh, okay, Batman. Batman? Ich hätte jetzt eher so auf Superman getippt, aber jedem das seine. Es ist schwierig, so nach vorne zu springen. Ich kann eher so weit nach oben. Aber so weit nach vorne
vorne geht echt schwierig. Oh, oh, yes. Oh nein, Minen. Oh nein. Das schaffe ich nicht. Ich dropp mich auf die Mine. Ah, ich hätte gehofft, dass ich überleben kann. Dann machen wir noch ein paar Versuche. Das Level ist ganz cool, muss ich sagen. Das Konzept gefällt mir. Schneller! Wie soll ich das denn machen? Ich weiß nicht, wie ich das am besten hinkriege. Perfekt. Da ist der Kopf richtig schön abgeflogen. War auch glorreich hier. Ah, da komme ich durch, komm. Kein Problem. Und... oh. Ach schade, ich dachte, ich überlebe das. Ein Versuch noch. Okay, gut. Ich fand die Idee sehr cool. Es war ein bisschen arg schwierig und du hättest ein bisschen mehr designen können, dann hätte es 5 Sterne gegeben. Aber es war schon ziemlich cool. Harpoon Run von Gaming Daniel. Hey Baum, das ist der Reupload zu meinem Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Bewerte bitte streng. Ich weiß, kaum Design drin, aber Gameplay. Okay. Das ist aber schon mal ziemlich cool mit den Lasern. So, jetzt ist er nicht aktiv. Nicht aktiv. So. Perfekt. Okay. Da habe ich nicht aufgepasst. Perfekt. Oh, oh, das war gut. Oh, okay, jetzt wird's interessant. Nee. Das wird nicht funktionieren. Das muss ich nochmal neu starten. Da kommen wir ja eigentlich ganz gut durch. Man hat zwar ein paar. Hab zwar ein paar Harpunen dabei, aber. Und lauf hier erstmal komplett rein. Ohne Grund. Okay. Jetzt. Go. Das war viel zu früh. Oh Mann. Gar kein Timing-Gefühl hier. Schlimm sowas. Jetzt, 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 jetzt. Go and deactivate. Was? Was? Nein. Das ging mir ein bisschen zu schnell, weil ich musste ja ziemlich schnell durch. Habe jetzt auf jeden Fall einen ganz guten Weg gefunden, wie es funktioniert. Hier ganz schön schnell. Und dann, das war zu schnell. Dann da hinten auch nochmal schnell. So, erste Stage geschafft. Jetzt. Go and deactivate the harpoons. Your time to complete. Da oben, okay. Na Mann. Als ob ich das irgendwie schaffe. Ah, das war ich ein bisschen zu ungestüm. Mal gucken, wann ich wieder hier in einer einigermaßen aussichtsreiche. Aha, das war auch nichts. Mann, die Folge ist echt stressig. Nicht besonders viel, kann nicht besonders viele Level schaffen und muss ganz schön viel cutten. Nein. Wieder nichts. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, 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 es ist zu spät. Das Level ist ja mal so schwierig. Mann. Ich will das jetzt aber schaffen. Jetzt explodiere ich gleich. Pass auf. Vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, ich explodiere gleich. Mann, nee. Ich gucke mir den Replay an. Sonst werde ich hier viel zu hart ragen. Gucke ich mir das akkurate Replay von Gaming Daniel an. Er hat es auch so gemacht wie ich, dann fühle ich mich schon mal nicht echt dafür, dass ich alles mögliche übersprungen habe. Okay, er hat Timmy reingeworfen, das ist schlau. Ich lasse Timmy aus Gewohnheit immer direkt am Anfang zurück, wenn ich links-rechts mache. Weil man dann einfach ein kleines bisschen schneller ist. Okay, hier kann man die Harpunen deaktivieren. Und dann muss man da runter, oder wie? Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Sehr gut. Ja, okay. War aber auch ein echt cooles Level, muss ich sagen. Vor allem von der Idee her. Design ist auch okay. Das waren auf jeden Fall 5 Sterne. Hat mir sehr gut gefallen. First Level von Trafel Mark Palle. Hey Baum und andere, ist mein erstes Level. Viel von dem Design ist von dir inspiriert. Liebe Grüße, Trafel. Okay. Das ist ein erstes Level. Das ist richtig stark. Also, ein erstes Level. Echt schön. Echt richtig schön.
So, hier mal vor den Blitzen ducken. Achtung, Diamantmine. Oh, Slowpart. Ja, okay, gut. Sieht auch schön aus. Seid vorsichtig, hier bricht bestimmt was zusammen. Nee, okay. Also für ein erstes Level, es war zwar sehr kurz, dass ich mit dem Editor auseinandergesetzt. Das stimmt. Es war wirklich schön für ein erstes Level. Und ich finde, da kann man ruhig mal 5 Sterne geben, auch wenn es jetzt nicht besonders, ja, ich sage jetzt mal, lang war oder viel Gameplay drin war, aber ich fand das echt schön. Finish Line von Plop 2000 ist das letzte Level für heute. Hi Baum, hier das aufwendige Level, das ich dir versprochen habe. Viel Spaß! Okay, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Yo! Was ist denn hier los? Da, genau sowas wollte ich erreichen durch den Levelstopp. Jetzt mal ganz ehrlich, ich muss kurz vorher noch ins Menü gehen und meine Grafikeinstellungen runtersetzen. So, jetzt ist die Qualität auf Medium gestellt, deshalb sollte es nicht mehr so laggen. Genau das ist, was ich durch den Levelstopp erreichen wollte, und zwar, dass die guten Level nochmal eingereicht werden und die langweiligen nicht unbedingt nochmal. Und jetzt haben wir hier in den letzten Folgen so krasse Level bekommen. Hello, hello, Mister. Tell me how I can get to the finish line. Okay, ich muss gegen ihn ein Rennen machen. Aber das sieht so cool aus. Sieht so schön aus. Finde ich auch richtig geil, wie er seine Flips macht da hinten. Gut, ist eigentlich kein Problem, gegen den zu gewinnen, nehme ich mal an. So, Aufzug. Der geht nach oben. Okay, jetzt habe ich das Rennen gewonnen. Was kommt jetzt? Es sieht aber auch mal so geil aus. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir sehen uns, wenn ich da wieder bin. So, hier sind wir wieder im Aufzug. Dieses Mal trifft uns diese Hand nicht. Ich mache jetzt hier langsam. Nochmal, oder? Die fliegt jetzt bestimmt. Muss ich irgendwo klicken? Where is the fucking finish line? Hätte ich meinen Victory bekommen sollen, oder? Also, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, sowas von klein 5-Sterne-Level. Du hättest weniger Nebel machen sollen, weniger transparente Shapes, weil es deswegen so stark laggt, aber das ist mein einziger Tipp. Ansonsten richtig, richtig geiles Level. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.